Hallihallo meine lieben Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Division 2. Wir sind hier im Campus unterwegs. Wir haben ja in der letzten Folge ein paar Sachen gemacht für den Campus, aber irgendwie hat sich der Campus leider nicht verändert. Und der liebe Priestkiller ist auch wieder mit am Start hier. Willkommen zurück. Ja, würde ich sagen, wir machen gleich weiter, ne? Ja, ich guck gerade, was wir machen können. Wir können das machen. Jo, laufen wir mal hin. Ja, mal gucken, wie es heute wird. Ja. Mit meinem Finger. Ja, der liebe Priestkiller hat sich verletzt. Mit dieser Ausstattung können wir unsere Bauvorhaben deutlich schneller umsetzen. Danke beim Boden kraulen. Da habe ich mir noch meinen Ringfinger geklemmt bei meinem dicken Angel. Quetschung eingefangen. Ja. Abgerutscht. Nee, meine Eier sind halt so dick, ne? Ja, ja. Die haben meine Finger zerdrückt, deswegen. Ach so. Kennst du halt nicht, ne? Mit dicken Eiern kannst du nicht aus, ne? Geht wieder los, ne? Ja. Schwarzer. Keine Schwarzen beleidigen. Ja doch, du bist doch ein Schwarzer. Bist du angezogen? Warum fliegt den Helikopter lang, Junge? Haben die gesagt, die haben keine Helikopter? Doch, na klar, die haben auch den Präsidenten so rausgeholt. Ja, und warum fahren wir keine Autos? Ja, keine Ahnung, die sind bestimmt unterwegs. Alles klar. Deswegen dürfen wir auch kein Auto fahren, ja? Richtig, genau, du hast es erfasst. Wir müssen überall zu Fuß hinlatschen, die anderen Spastis können überall hinfahren. Hinfliegen, noch schlimmer. Ja. Präsidenten können sie rausholen, aber uns nicht. Da, genau da! Abknallt! So. Oh. Ist ja nur noch der eine, oder? Dann, ja, hier ist ja ein Außenposten. Ach so, okay. Was machen unsere Leute? Gar nichts. Nichts, die wichsen sich wieder ein. Ja. Verbündete Kämpfer in der Nähe. Wie er weggeflogen ist. Ja. Oh, da ist einer. Ey, mit dem Verband am Finger ist das richtig schwul. Tja, kann ich ja nichts für jetzt. Ja, ich auch nicht. Die Eier sind halt zu dick. Ja, halt deinen Mund. Wie er immer redet hier. Ja, wie ein Mensch. Ja, wie ein Mensch, genau. Wo eher wie ein Tier. Das sagt der Richtige. Ja, ne? Oh, die gehen mir auf den Sack hier. Ich brenne! Wann streamst du mal wieder? Morgen. Morgen will ich wieder streamen. Da gehen wir nämlich in schöne Rom mit Ezio. Auditore. Jo. Boah, da stellt sich schon wieder einer ans MG, ne, der Spinner. Ja, bei mir ist das Spiel abgeschissen. Hm. Geht wieder gut los. Division 1A programmiert. Jo. Ja. Richtig schön. Nichts läuft hier. So, jetzt haben die Herrschaften hier am schwarzen Bildschirm. Ich hoffe, du nimmst das noch nicht ein. Doch, habe ich jetzt eingenommen. Hast du noch gar nicht in diesem Bock. Ja, ich warte hier. Hinter der Deckung. Ja. Besser ist es. Ja, besser ist es. Wie kann das sein, dass dein Spiel abkackt? Weil das Spiel scheiße ist. Reicht die Antwort? Schwer gepanzerter Feind erkannt. Oh, hier, unsere Leute nehmen das schon ein, ne? Verbündete Kämpfer in der Nähe. Die machen das schon. Ja, Boxy. Wen? Na, unsere Leute soll zu boxen. Wen sonst? Kann ich ja nicht. Kann ich ja nicht töten. So.
Nee, ich kann die nicht töten. Dann mach Hacking Tool an. Einmal hacken. Nee. Das Spiel macht mich fertig, ne? Kann ich weitermachen? Ja, ich muss dir doch erstmal wieder in dich eindringen. So, ich bin schon wieder eingedrungen. Ja. Ja, habe ich doch gesagt. Ich steig da hoch, du alte Bitch. So, von wo kommen die Affen? Von vor. Das hinten. Zerstört die Minikan, Alter. Ich bin da dran. Hinter uns. Ach, von hinten. Ja, durch den Tunnel. Bring dich da runter. Da ist ein Suizidbomber. Granate geht raus. Ne, Finger ist dran schuld. Aber in Demon's Souls habe ich mir noch ein anderes Gebiet von angeguckt. Ja, und? Kurz, Alter, das sieht halt richtig geil aus, ne? Noch ein anderes, nicht das in der Wüste da? Nee, ich bin nochmal woanders hingegangen. Okay. Aber das ist schon wirklich. Ja, man sieht es halt auch, ne, wie das aussieht mit der Grafik. Also bombastisch. Efeutunnel eingenommen. Efeutunnel. Wo ist der Nachschubraum? Habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich auch nicht. Ach, hier im Tunnel drinne hier. Verbündete Kämpfer entdeckt. Hier ist er, der Vorratsraum. Ah, Sniper, toll. Ja, ich gucke, wenn die Folge zu Ende ist, gucke ich rein, was wir bekommen haben. Jetzt während der Aufnahme ist immer doof. Das dauert dann immer so lang. Ja, und Leute, ich habe mir heute Dings angeguckt, Jurassic World. Ja, jetzt ist das Spiel bei mir abgekackt. Wirklich? Ja, wirklich, ohne Scheiß. Na, dann start mal schnell wieder neu. Du kannst ja trotzdem erzählen. Ja, wie gesagt, ich habe mir heute dann Dings angeguckt, sag mal schnell Jurassic World 3. Ja, war jetzt nicht so prickelnd, ne? Also ich habe mir das irgendwie geiler vorgestellt. Ja, hatte ich ja erzählt gehabt, ne? Ja. Das ist nicht so geil, der Film. Auf jeden Fall nicht ein, also kein würdiger Abschluss für diese Trilogie. Nee, das stimmt. Aber anscheinend ist das mit den Trilogies und guten Trilogies heutzutage sowieso schwer, weil Star Wars, die von 7 bis 9, die Trilogie ist auch einfach scheiße. Ja, genau. 1 bis 6 war geil und danach die letzten drei Teile waren halt, Schrott. War halt leider absoluter, also wirklich absoluter Müll, ne? Muss man leider mal so sagen. Richtig. Obwohl Episode eigentlich 9, der ging eigentlich noch so gerade, aber ja. Ja, klar, Episode 9, ne? Vor allem der Schluss, der ging gerade, ne? Ja, also. Ja. Ich verstehe, Brudi. Der letzte Teil, welcher komplett am ausrastet zum Schluss und dann trotzdem das Imperium wieder gebumst wird ins Arschloch, bis es blutet, der war gut, ja? Ja, also ich fand ihn jetzt nicht so schlecht, sag ich jetzt mal, wie die Vorgänger, weißt du? Das meine ich damit. Also er war schon okay, man kann ihn halt gucken.
Er ist jetzt nicht so langweilig und in die Länge gezogen mit diesem ganzen Gebrabbel da. Da war das in Teil 7 und 8 war das schon echt extrem. In 9, da wurde wieder mal ein bisschen mehr gekämpft und ja, fand ich halt ein bisschen besser als sie. Ja, schon, aber der Teil war trotzdem, wenn man das. Ja, es ist halt. Es ist halt nicht im Vergleich zu den Originalen, ne? So, ich bin wieder da. Verbündete Kämpfer entdeckt. Ja, es ist halt ein Scheiß zu den Originalen. Also, ja. Es ist leider so. Richtig. Und nachdem ich auch, oder wir die Teile geguckt haben von 1 bis 9, habe ich mir halt selber gesagt, ich gucke mir halt nur noch die Serien von Star Wars an, weil die mir halt besser gefallen als die Filme. Quasi. Ja, gut. Die Dingsfilme sind doch gar nicht so schlecht, die originale Trilogie. Ja, ich meine ja auch, von 1 bis 6 gucke ich, aber die anderen drei halt nicht mehr, ne? Ja, weil du gesagt hast, die Serien. Ja, die Serien gucke ich halt sehr gerne jetzt, ne? Was sie jetzt von Star Wars neu rausbringen, meine ich. So, achso, ja, das schaue ich auch sehr gerne. Also filmtechnisch, sollten die da nochmal was machen, dann müssen sie sich echt anstrengen. Ja, wirklich so. Stimmt, ja. Oh, ihr Assis. Oh, ich liege. Warte, ich komme zu dir. Ja. Sich nähernde Feinde erkannt. Jo. Der pimmelt da hinten irgendwo rum, der Boss da, der Goldene. Der kommt aber. Nee, hier sind ein paar Goldene. Da ist der Boss, Amber. Okay, weil von links kommt ja, auch noch einer. Ja, das ist kein Boss, das ist nur ein Elite-Gegner. Achso. Die Bosse sind die, welchen Namen haben. Ja, tot. Nice. Verbündete Kämpfer entdeckt. Aber der ist gleich tot. Nice, sehr schön. Der hat was fallen gelassen, Alter. Ja, warum waren hier so viele Elite-Gegner? Oh, ich habe einen Schlüssel gekriegt. Für was? Keine Ahnung, vielleicht für so eine Kiste, wo wir mal so eine Dings brauchen, weißt ja, du? Ja, hinter uns sind die Ziele. Öffne die Behälter. Womit? Alter. Das war heftig. Ich glaube, ich muss mit Controller spielen. So schlimm, ja. Ich merke halt nicht, dass ich E drücke, weil dadurch, dass der Finger so eingepackt ist, ja, spielt ja keinen Unterschied, weißt du? Ja. Bei einer Frau auch so. Schwachkopf. Ja, hier war nur Müll drin. Verbündete Kämpfer, ja, in der Nähe. 3 Gasmasken. Hier ist auch noch was. Wow. Okay. Ja, wie gesagt, nach der Folge gucke ich mir das alles mal an. Dann haben wir ja Zeit. Oder machst du das jetzt? Ja, ich gehe gerade jetzt mal noch kurz durch. Nee, ich aber wie gesagt, ich gehe das nur kurz durch und dann. So, dann können wir weiter. Kann ich dann einfach jetzt mit Controller spielen? Ja. Ja, aber filmtechnisch hatten wir ja letztes Mal schon drüber gesprochen, ist ja nicht mehr so das Wahre wie früher, ne? Vieles animiert und so. Ja, das hast du halt jetzt auch zum Beispiel in Jurassic Park teilweise richtig stark gesehen, ne? Ja. Auch alle Dinos waren animiert, außer der Kleine, ne? Und das halt, ja. Ja, der Kleine war auch animiert, größtenteils. Nur wo die Menschen zu sehen waren, war er dann halt teilweise Maschine worden. Ich meine, früher haben sie das auch gemacht, ja gut, okay, aber da war das halt meiner Meinung nach nicht so
extrem wie heutzutage. Das stimmt. Was schießt ihr da? Darauf habt ihr doch nur gewartet. Da ist ein Colonel dabei. Jo. Eine Corporal. Die verstecken sich, die Spastis. Die Filme von damals waren einfach die besten. Die gefallen mir deutlich besser. Ja, mir auch. Also filmtechnisch, so was neu rauskommt auf dem Markt, das ist einfach, ja, Müll, ne? Müll. Den kann man sich einmal angucken und dann... Ja, dann nie wieder. Das. Richtig. Also ins Kino würde ich für so eine Filme nicht fahren. Ganz einfach. Da wäre mir das Geld halt zu schade. Wenige Filme, sag ich mal, so bleiben halt, also zumindest bei mir im Gedächtnis, wo ich wirklich weiß, okay, das war halt krass und so, das war schon ziemlich cool, aber das ist halt in wenigen Filmen. Mittlerweile, zumindest auf meiner Seite so. Viele wollen gehen ja sowieso nur ins Kino, um dann, sag ich mal, ihr Hirn auszuschalten, ohne groß nachzudenken. Ja, richtig. Oh, wollen wir die jetzt auch platt machen? Ja. Ihr habt zwei Tote. Explodiert. Ja, und deshalb sind wir halt so wieder auf die alten Sachen umgestiegen, da, wo man halt weiß, alles klar, da hat sich der Regisseur oder die Leute hat sich noch Mühe gegeben quasi. Oh, überall wird geschossen, ne? Ja, aber das heißt, die geben sich sicherlich auch Mühe, aber die Qualität ist halt eine ganz andere heutzutage einfach. Das stimmt. Verbündete Kämpfer in der Nähe. Ja, das hat er jetzt schon zigmal gesagt. Weißt du, was ich mir gestern angefangen habe anzugucken? Soul Reaver 2 und Blood Omen 2. Diese. Oh, Alter. Musst du selber spielen, Junge. Du kannst dir deine alten Videos angucken. Ja, habe ich ja nicht mehr. Die waren ja auf einem alten YouTube-Kanal quasi. Echt? Okay. Ja. Das Lincoln Memorial oder wie? Ja. Sie müssen das Memorial sichern und die True Sons ausschalten. Bleibt dieser Außenposten bestehen, werden die True Sons zur Bedrohung für den Campus. Ich seh dich, Agent. Das Zeug schützt mich nicht mehr. Was hast du getan? Die können sich ja gut aufteilen, wa? Ja. Wenn hier drinnen schon zerbumst. Sie bewegen sich Richtung Süden. Sie sind durch ein Tor von ihnen getrennt. Sieht geschlossen aus. Agent, Sie müssen dieses Tor irgendwie öffnen. Tragbares elektronisches Gerät erkannt. Major Ridgway, ich möchte auf etwas zurückkommen, das Sie gesagt haben. Ach, Tor ist schon offen. Na gut. Oh, der ist so blöd, der geht wieder ins Feuer, der Spinner. Ja, ich hab's gerade gesehen, ich hab's gerade auch gedacht. Komm mal her, dann hole ich meine Glocke hier. Alles gut.
Ende. Granate geht raus. Wie heilt man sich auf dem Controller? Wie heilen? Ja, die sich heilen. Auf X. Gedrückt halten. Ja, genau. Aber gut, meine lieben Freunde. Ich sehe gerade, Folge schon wieder rum. Oh. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.